Moin, moin, liebe Freunde, zu einer weiteren Sendung Schoki Banuki on the Road begrüßen wir euch. Wir, das sind Sascha the Man of Schoki und Pujan Banuki, ist da ganz klar. Natürlich, klar. Jawohl. Genau. Was haben wir heute mitgebracht? Wieder eine sehr, sehr schöne Nachricht. Faszinierende Nachrichten, diesmal aber auch etwas fürs Herz. So Herzschmerz, um den Glauben an das Gute in der Welt zu bestärken und zu wissen, es gibt genügend Flitzpiepen, die da drauf voll abfahren. Hau raus, ich bin gespannt! USA. Ah, das ist da drüben. Genau. Und zwar ist es folgendermaßen. Ein Kellner hat eine Dame bedient, hat ihr die Rechnung hingelegt über 37 Cent. Man fragt sich, was das wohl war für 37 Cent. Wahrscheinlich ein Stück Gürki. Schaut euch die andere Folge an. Einmal nur aufs Klo, bitte. Genau, 37 Cent auf jeden Fall. Er kam zurück, die Dame war weg, hat bezahlt. Er macht den Deckel auf oder nimmt dieses Etui und sieht, Lecco Mio, $500.37. Was nochmal, verstehe ich nicht. Was sie hat anstatt 37 Cent, also der Gast, die Gästin, wie man einen weiblichen Gast nennt, ja, hat $500.37 bezahlt, anstatt der nur fälligen 37 Cent. Warum? Das hat er erfahren, als er dann auf den Zettel geschaut hat, der nebendran lag. Und zwar ist es folgendermaßen gewesen. Die Mutter, die eine ältere Dame von der Gästin, die war eine Woche zuvor in einem Supermarkt, stand an der Kasse und hat wohl kein Geld dabei gehabt. Und dieser Kellner hat ihr ausgeholfen. Hat ihr ausgeholfen, also, und hat ihren Einkauf für 17 in Höhe von $17 übernommen. Achso, also die gute Tat wurde belohnt. Und die gute Tat wurde belohnt mit $500. Lalala. War das ein Mann, der da bezahlt hat? Nein, eine Frau. Eine Frau. Wusste denn die Frau, Gästin, stimmt ja. Gästin ist ja weiblich. Ist ja weiblich, ja. Wusste denn die Frau schon beim Anfang des Essens, dass dieser Kellner derjenige Kellner ist, der da dieser Ja, deshalb ist sie ja da hingegangen. Achso, das war der Grund auch. Genau. Ah, okay. Also sie hat gesagt, Mensch, ich packe mal $500 ein und 37 Cent und esse nur was für 37 Cent, was auch immer das sein mag. Eine halbe Möhre. Eine halbe Möhre? Und dann mache ich mal richtig einen auf dicke Hose und leg da $500 hin und dann muss er über mich drüber rutschen. Genauso laut hat sie das wahrscheinlich auch in ihrem Kopf so zusammengehalten. War es laut für dich? Nee. was sagt uns das? Also ich bin jemand, der sehr oft ohne Geld einkaufen geht. Ja. Wenn ihr mich in der Schlange vor der Kasse seht, ja, springt ein, fragt doch nicht erst nach. Ja. Springt ein, bezahlt Schoki Banuki den Einkauf. Ja. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr $500? Nö, das wird auf jeden Fall belohnt. Ja, wird das bestimmt belohnt? Das wird bestimmt belohnt. Auf jeden Fall. Also immer bezahlen. Wenn ihr uns mit Weisheit, dass da nichts kommt, dass du fürs nächste Mal. Nein, für uns immer bezahlen. Super, da kommt bestimmt mal jemand und belohnt. Und wenn es nur. Nee, stopp. Und wenn nicht in diesem, dann im nächsten Leben. Ja. Oder wenn es nur so weit kommt, dass du nicht irgendwie in die Hundescheiße reintrittst. Das ist dann auch schon Belohnung. Aber wenn du reintrittst, ist es auch Belohnung, denn das bringt ja Glück. Also so oder so, egal, ihr werdet belohnt. Ja, super. Einfach bezahlen. Bezahlen für Schoki Banuki, das ist ganz wichtig. Genau. Sag ja. Tschüss, Sascha. Tschüss, Sascha. Tschüss.